Willkommen zurück zu Dragon Quest Treasures. Ich war gerade auf dem Rückweg und auf einmal wurde ich attackiert von dem Rivalenteam. Ich dachte, wird schon gehen. Hab sie gerade besiegt und auf einmal. Was war das denn jetzt? Verlorener Reichtum? Ein Rivalenteam hat deinen Schatz gestohlen. Wenn du deine kostbare Beute nicht in den Wind schreiben willst, solltest du alles in deiner Macht Stehende tun, damit sie nicht stibitzt wird. Aber alle Hoffnung ist noch nicht verloren. Manchmal bietet sie dir, sich dir nämlich die Gelegenheit, deine verloren gegangene Beute zurückzuholen. Okay. Ja, ich war übrigens dabei, einen Königinnenschleim auch zu rekrutieren. Aber hat er jetzt wirklich einen Schatz geklaut? Ja, irgendwie schon, ne? Steht das dann jetzt irgendwo auf der Map, wo die sich versteckt halten? Wo ich jetzt hin muss? Vermutlich schon. Ich werde mal kurz nachschauen. Bestimmt steht das irgendwo auf der Map. Da auf jeden Fall nicht. Aber ja, wir sind ja noch im Winterteil. Und wollen heute zur kühlen Kuppe. Aber wie gesagt, vorher wollte ich eigentlich noch mal kurz zurück zum Bahnhof. Den können wir noch nicht machen. So, dann wollen wir zurück zum Bahnhof. Unsere Schätze erstmal abgeben, weil wir voll sind. Und wo ist denn das böse Team? Schönen Ausblick. Was? Wie soll das denn? Okay, noch sehe ich es nicht. Vielleicht wird mir das auf dem wird das angezeigt, wenn wir in der Base sind. Ich weiß es nicht. Ansonsten, ja, ein Schatz. Ist auch nicht so riesig schlimm. Wunderbarer Wind. Schwächer. Höhe die Resistenz gegen Odem-Angriffe enorm. Vom Krempenkerl sein Favorite. Du bist auch mein Favorite, Königin Schleim, wenn du unser Team gelangen würdest. Was sagst du dazu? Ja? Ah doch, Königin Schleim wurde gemännlich. Okay, waren so zu viele Nachrichten, dass es noch nicht angezeigt hat. Ja, ich mache mich auch für den Rückweg. Ihr wisst es schon. Ich habe jetzt mal einfach einen von den Hunderten bis Tausenden von Silberschätzen mitgenommen, damit ich einfach volles Gepäck habe. Und wir uns ein paar mehrere Schätze anschauen können. Genau. Aber den Slot aufgefüllt. Boah, ist aber einiges hier. Unter anderem einen ikonischen Stab. Und das ist der, der ganz unten mittig vergraben war. Das war dieser besondere Schatz, ihr wisst schon. Den, wo ich auch gesagt habe, vielleicht ist er so besonders versteckt, weil das ein ikonischer Schatz ist. Und das ist ja ein Stolossstab. Oder Stolossstab? Auf jeden Fall 5 Millionen, ein Stab mit heilenden Kräften, die jene ins Leben zurückholen können, die zu Stein der Schatz sind. What? Das ist ein cooler Hut. Platin-Kopfschutz. 1,5 Millionen. Dieser formschöne und funktionale Kopfschutz wurde aus Platinblechen gefertigt. Und das ist so ein Umhang, glaube ich, oder? Pelzponcho, ja. 400k, ein Umhang mit einem Futter aus flauschigem Fell, der einem die Kälte vom Leib hält. Das ist ein Armreif, oder? Opterarmschiene. 2 Millionen, 2,5 sogar. Ein verzaubertes Armband, das seinen selbstlosen Träger zum Wohl seiner Verbündeten opfert. Was? Das sieht cool aus. Kristallenes Gitmottenmesser. Okay, 2 Millionen. Eine brutal aussehende Klinge, die mit den getrockneten Schuppen einer Giftmotte bestreut wurde. Nachgebildet aus Kristallglas. Und weiteres cooles Schild. Wir kriegen so viele Items. Zauberschild. 1,5 Millionen. Ein stolzer Schild aus Mithril, dem mystischsten aller Metalle. Und eine Sammelkarte mit sehr vielen Dragon Quest Charakteren drauf. Karte Assemble der Erkorenen. 400k. Eine äußerst seltene Sammelkarte. Und eine Berghüttenwand. Wow, 40k. Eine Wand aus einem Bergdorf, wo ein Held vor den Mächten der Finsternis verborgen seine Kindheit verbrachte. Okay. Warte mal, wir haben noch jetzt genug, um einen neuen Rang aufzusteigen. Richtig? Haben wir es noch? Achso, Polierbonus, danke. Aber doch, wir haben ja noch jetzt... Yes! Freunde! Wir sind jetzt nicht mehr Rang 9, bäumende Jäger, sondern Rang 10. Erstklassige Jäger. Erste Klasse. Ist Rang 10 schon Maximum? Nee. Nee, bei 100 Millionen weiterem Gold kriegen wir Rang 11. Aber ich glaube, Rang 10 ist so das Mindeste, um alle Drachenscheine zu finden, vermute ich mal, oder? Kriege ich jetzt bestimmt mehr Info für das Gewirr unten. Hallo, Eric. Mir wird ganz warm ums Herz, wenn ich sehe, wie groß das Team Drachenbande in letzter Zeit geworden ist. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe eine Nachricht vom Vorarbeiter an dich. Wie du weißt, ist da unten im Gewirr schwer damit beschäftigt zu graben. Er meinte, er hätte eine Treppe gefunden, die noch weiter nach unten führt. Du solltest hingehen und dir das näher ansehen, und zwar schleunigst. Okay.
Oh, da steht eine Tafel hinter. Oh ne, hier ist das Neue. Oh. So. Noch eine Treppe, die weiter nach unten führt. Wie tief ist das denn hier? Das Gewirr muss irgendwann auch mal ein Ende haben, glaube ich. Du hast jetzt Zugang zur vierten Ebene des Gewirrs. Aber unten scheint es noch weiter zu gehen. Und ein Schatz. Da wird nicht mal drüber geredet. Einfach, ja, ist halt ein Schatz. Um den Amethystzahn zu finden, suche eine zielstrebige Diebin im Maul des Drachen in der Nähe dreier Wasserfälle. Ja, okay, das wissen wir halt schon. Aber jetzt würde man die Info bekommen. Aha, noch eine Steintafel. Hm, das Maul des Drachen in der Nähe dreier Wasserfälle. Das ist beim Drachenschädel. Da waren wir ja schon. Natürlich war der Amethystzahn der Schatz, den Silberbein uns auf dem Schnauzberg gestohlen hat. Ach, warte mal, das ist der? Wo wird denn dann der siebte Schatz sein? Vielleicht haben die Siphanianer den? Right. Das heißt, es wird Zeit, ihn zurückzustehlen. Oh ja, Tafel des Zahnziehers. Machen wir dann danach. Das ist dann die sechste Mission von sieben, aber wir müssen fünf noch machen. Team stärken, reiche Rang 10. Haben wir jetzt dafür eine neue Mission? Ja, erkunde das Gewirr. Das ist das, okay. Aber Moment mal. Haben wir nicht. Oh, erledigt. Hast du schon alles erledigt? So, das ist eine tägliche Mission. Das war nicht, wonach ich gesucht habe. Das ist vorbei jetzt. Ach ja. Doch, Team stärken. Was ist denn hier unten? Mit euch denn los? Warum seid ihr denn so happy? Kann ich nicht rüber? Wieso kann ich hier nicht rüber? Muss euch reden. Ich habe ja schon nach das eine oder andere Loch gegraben, aber das hier hat es in sich. Trotzdem glaube ich, dass wir endlich unten angekommen sind. Tiefer geht es nicht mehr. Schauen wir uns um, ob wir es schon so weit geschafft haben. Wenn du keine Lust hast, die ganze Treppe noch zu steigen. Achso, ja. Okay, also das hier wird das letzte Upgrade. Hinter dieser Wand befindet sich das letzte Gewirr. Wir haben jetzt Gewirr 4 freigeschaltet. Von 5. Okay. Finde ich übrigens auch sehr gut, dass das hier. Ja, so ab dem zweiten Gewirr hier alles verbunden ist miteinander. Das macht es ein bisschen erträglicher. Und natürlich haben wir hier noch mal ein paar kostenlose Schätze, die wir noch eben mitnehmen, wenn wir gerade mal hier sind. Warum nicht? Allheilmittel-Kugelformel. Das wird bestimmt gut sein. I don't know. Und ein paar Stückchen Sanguinit. Die letzten, die wir brauchen. 3 Brocken. Die sollten hoffentlich reichen für den hier. Das ist der letzte Bahnhof, glaube ich. Den haben wir alle. Oder? Ich bin gerade überlegen. Aber eigentlich? Also klar, den Bahnhof hier. Aber da brauchen wir kein Sanguinit mehr. Dann den hier. Höchstens vielleicht noch hier ganz unten an diesem Fleck. Weiß nicht, warum die Map das nicht anzeigt, aber da waren wir auf jeden Fall schon mal unten. Ja. Welchem Level bist du? 40. Das dachte ich mir schon. Das werden wir uns aufbewahren. Für ein andermal. Da werde ich jetzt noch nicht hingehen. Machen wir wahrscheinlich, wenn wir dann das nächste oder das übernächste Drachenstein. Den nächsten Drachenstein gesammelt haben. Grammatik. Aber ja. Dann können wir da wieder hin und das erledigen. Ich sehe es jetzt, die Schätze sind aufeinander gestapelt. Warte, ist das jetzt mehr geworden? Ich glaube, das ist hier mehr geworden. Mehr Schätze. Ja, doch, oder? Bin mal gerade unsicher, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl so. Dann reden wir erstmal mit der Madame hier. Neue Bewerber. Schlick sie, was ist das? Och Mann, jetzt habe ich das nicht, was ich dafür brauche. Sehr ärgerlich. Und für ihn auch nicht? Getränk? Okay, warum lassen wir erstmal das hier gucken? Getränk mit einer Blume dran und eine orangene Frucht. Let's see, ob wir das im. Ich glaube, im Handelszentrum war das. Kaufen können? Ich weiß übrigens nicht, wie die Rezepte hier funktionieren. Die kann man sich irgendwie kaufen, aber ich weiß nicht genau, was es bringt. Hast du zufällig? Nee, hast du nicht. Muss man hier alles kaufen? Ah, ich glaube, alle Formeln
Alle Formen, die man gefunden hat, muss man, glaube ich, ja einzeln erstmal kaufen. Oder? Ich glaube schon, wenn ihr mich fragt. Ich kaufe mal alles. Wird schon nicht schlecht sein. Ja, komm, sei leise. Musst du immer wieder was sagen? Nervensäge. Oh nein. Ist ein bisschen pleite geworden dadurch. Hä? Dadurch hat er ja nichts bekommen. Bye-bye. Wo war das denn jetzt? I have some new dishes. Für dich? Aha. Aha. Du hast doch bestimmt, was ich brauche. Bestimmt. Das ist doch. Das craften wir. Machen wir. Zubereiten. Bon Appetit. Dann können wir zumindest den Gletschergolem endlich mal für unser Team anwerben. Harter Cocktail. Warum habe ich das so ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Und das ist das andere, was ich brauchte? Ich hab schon wieder vergessen, ne? Ja, hab ich wahrscheinlich hier nicht. Come back soon! Come back soon! Und Kugelatelier haben wir auch was Neues freigeschaltet. New stock. Neue Kugeln! Hohen Hiebschaden. Hohen Wuchtschaden, hohen Stichschaden. Ach, das sind bessere als die hier. Aber kann ich die auch kaufen? Aber tatsächlich tue ich die Dinge eigentlich lieber kaufen. Zumindest, weil ich das Geld dafür habe, natürlich. So, und von denen brauche ich wieder ganz viele. So, ich hoffe erstmal ein großes Stückchen von denen. Aha, die Hammerbombe. Von denen kann ich mal so ein paar Stück kaufen. Das ist aber teuer. Ja, und das ist die einzige, die ich craften kann von denen. Okay, schade. Come back soon, ja? Sehr schade. Ich werde mal gucken, dass ich nochmal in einem anderen Gebiet einen einfachen Königinnenschleim finde zum Rekrutieren. Weil das ist ja echt ärgerlich. Ach, hier haben wir noch einen. Ich will aber, was ist das für eine Frucht? Wieso habe ich davon denn zwei Dinger? Mehr Infos. Sandbeere. Wüstendelikatesse. In den Kragen weiten. Okay, man kann es. Oh, das wusste ich gar nicht. Man kann sich das anschauen. Boah, das hätte ich viel früher wissen müssen. Okay, dann gehe ich in den Kragen weiten und hol das. Dann kann die ja weg. Pff. Das ist ja die viel besser. Aber was, die behalte ich ja gar nicht. Egal, wir haben den Glacius. Endlich! Glad to have you on board. Nur leider nicht wirklich. Der wird jetzt direkt abgegeben. Aber trotzdem, endlich. Ne? Irgendwie sein, endlich. Exzellent. Und jetzt wird eine Einrichtung hinzugefügt. Bitteschön, behalt ihn. Hier, kannst du haben. Ist zu schwach für mich mittlerweile. Yes. Ah ja, genau das deinem Mann, hatte ich gesucht. Ich werde es unverzüglich einarbeiten. Thank you very much. Sehr nice. Excellent. Ausgezeichnet. Wir haben alles beisammen, was wir benötigen, um mit der Arbeit an dem neuen Wohnheim zu beginnen. Wenn es dir nichts ausmacht, hier zu warten, dann gehe ich los und gebe grünes Licht für die Bearbeiten. Back in a tick. Bestimmt wird es nicht lange dauern. Bin gleich wieder da. Okay. Eine Ewigkeit später. Laute Hammerschläge dröhnen über den Platz. Wie es scheint, haben die Bauarbeiten begonnen. Das kaputte Bauwerk wird beseitigt und das neue Wohnheim nimmt langsam Gestalt an. Wow! Und dann sind die Bauarbeiten wie durch Zauberhand abgeschossen. Sieht cool aus, auch mit dem Glitzer überall. It's ready. It's ready. Gute Neuigkeiten. Das neue Wohnheim ist fertig. Das geht schnell, nicht wahr? Jetzt haben wir jede Menge Platz für neue Monster und du hast eine Sorge weniger. Aber es gibt noch ein schwer beschädigtes Gebäude da draußen. Vielleicht werde ich es eines Tages dazu... kommen, es zu renovieren. So? Wie gefällt dir die Monster in das neue Wohnheim, Eric? Weißt du, es gibt noch ein beschädigtes Gebäude auf dem Platz. Vielleicht können wir das auch mal in ein Wohnheim verwandeln. Schließlich kannst du deine Mannschaft nicht erweitern, wenn du nicht genug Betten für alle hast. Es liegt natürlich ganz bei dir. Wenn du mehr Platz brauchst, dann wähle einfach erneut neue Einrichtungen zufügen aus. Und wir beginnen die Sache ins Rollen. Ernsthaft? Es geht noch weiter? Best of luck. Sammle die Materialien für den Bau. Magisches Tierhorn. 5 magische Tierhörner. Giganten sammeln gerne welche. Oh, ganz viele Giganten killen. Okay. Oben auf dem Berg im Moosgebiet. Da sind öfter mal Giganten. Schätze ich. Was andere? Ein Jagdroboter? Es gibt Roboter, der sich perfekt dafür eignen würde. Ein Jagdroboter. Es lebt in abgeschiedenen Gegenden der Kragenweiten. Und kommt nur nachts aus seinem Versteck.
Okay, wir müssen ja so oder so jetzt in den Kragen walten, von daher. Oh. Ernsthaft? Ja, ist doch gut, Spiel. Oh Mann, ich fühle mich, als hätte ich hier einen Cheat angemacht und alles auf einmal freigeschaltet. Ist jetzt gut! Ja, harter Cocktail, reicht! Wird das jetzt angezeigt? Muss ich das erstmal sitzen lassen und jetzt geht es? Nee. Geht dann keine Ahnung. Okay, auf zu den Kragenweiten! Ah, warte mal, bevor wir das machen. Das ist das neue Gebäude? Oder hier drüben? Ah, okay. Okay, warte, hier ist ja noch alles so ein bisschen, ich sag mal, kaputter. So grau. Vor allem hier. Oh, hier wird dann wahrscheinlich das andere hinkommen. War dann da drüben genauso ein Drecksloch, sag ich mal. Aber was genau das denn jetzt geändert, weil da kommen wir ja nicht rein. Ist das nur Deko? Soll uns das irgendwie sagen, dass wir jetzt hier... Hallo Junge. So, das heißt, wir haben jetzt viel mehr Platz? Ah ja, 75 können wir jetzt hier tragen. Okay, ich glaube nicht, dass das vorher so war. Bin mir da natürlich jetzt aber auch nicht genau sicher. Aber okay. Ich schätze, wenn wir dann sowieso schon mal hier sind, dann können wir zum einen mal hier die Mission machen und mal gucken, was für ein Gewirr sich da unten bei dem Genick, bei der Genickgrube befindet. Einfach nur so. Weil, warum nicht? Ein bisschen erkunden müssen wir hier so oder so immer machen. Alter, ich habe ein echtes Händchen für Maschinen, nur dass du es weißt. Früher war ich sogar als Mechaniker bei der Eisenbahn angestellt. Ich habe mir mein Fachwissen schließlich nicht aus den Fingern gesaugt. Die Arbeit war ja ganz spaßig, aber ich wollte schon immer kaputte Roboter reparieren. Hier brennt doch schon eine Frage unter den Nägeln, habe ich recht? Du kannst doch reparieren, oder? Ach, du möchtest, dass ich etwas für dich repariere? Dabei gebe ich dir doch gern zur Hand. Ich soll also ein mechanisches Monster für dich reparieren, sagst du? Und zwar einen mechanischen Meuchler? Dafür muss ich aber zuerst ein paar Bauteile in die Finger bekommen. Wenn du mir 10 Strahlesteine, 10 verzauberte Steine und 10 Kristallscherben bringen kannst, dann werde ich das Monster für dich reparieren. Ich mache mich an die Arbeit, sobald du mir alle 3 benötigten Bauteile ausgehändigt hast. Und wenn du wissen möchtest, wo du sie finden kannst, gebe ich dir gerne einen Fingerzeig. Gar kein Problem. Das Monster, ja? Hast du alle Teile, die ich brauche? Also die Strahlescheine habe ich genau 10 Stück und kann ich noch kaufen, glaube ich. Schwingmaschette, okay. Verzauberscheine habe ich auch genau 10. Und leider habe ich die Kristallscherben noch nicht ready. Tragen Killermaschinen gerne Kristallscherben. Okay, die habe ich ignoriert, die Killermaschinen, dann liegt es daran. Aber wir werden im Winterteil eh wahrscheinlich nochmal gegen ein paar Killermaschinen kämpfen, von daher. Vielleicht haben sie das ja. Am besten kann man sich die holen, wenn man die von denen stippitzt. Ah. Ja, man muss ja auch nicht immer gegen Monster kämpfen, das wurde jetzt auch schon mehrmals gesagt. Man kann ja auch einfach. Kann auch einfach Monster ignorieren oder halt sich anschleichen. Hier zum Beispiel, er schläft gerade. Ich möchte gerade ein paar Slime Drops farmen. Dann stippitze ich eben. Blöp. Erfolg. Oben an der Pfeil. Dann machen die zwar auf, aber. Du kannst einfach direkt wegrennen. Oder du kannst garantieren, dass du halt das bekommst, was du haben willst. Wenn ich verstehe, was ich meine. So, und ich würde gerne hier hoch. Okay, das ist schon mal Anfang. Oder auch nicht. Oh. Was passiert? Oh. Cool, Genickgrube. Was? Gut, akzeptierbar. Boah, das ist hier windig. Kragenweiten habe ich bisher am wenigsten erkundet. Und ich glaube, das merkt man auch total. Das ist, glaube ich, das einzige Gebiet, wo ich noch wirklich wenig erkundet habe. Und Kristallscherbe, hey! Den Dingern suchen wir doch. Aber ich frage mich dann, was er überhaupt reparieren wird. Das habe ich nicht ganz verstanden. Okay, das ist sehr windig. Und sehr düstere Atmosphäre. Dünenpirscher! Ich pirsch dich weg, Mann! Yeah! Nein, die Silberschätze, die ignorieren wir. Haben wir schon alles? Oder warum ist hier... Nee, hä? So, es ist nur das da hinten. Es ist nur das da hinten. Ha, ha! Hier ist das Gewirr? Los, Gewirr, erscheine!
nicht. Daneben? Hab ich's übersehen? Das müsste genau hier sein. Ach, unter mir. Oh, ein Goldgolem! Geil. Schon das Geld mit einsammeln. Wie komme ich denn hier nach unten? Höhle? Also es ist unter mir. Ist hier eine Höhle irgendwo? Oder wie soll ich mir das vorstellen? Kann man hier rauf? Ich bin sehr verwirrt. Ach, mit zu Ende müssen wir auch noch hin. Ach stimmt, das müssen wir auch noch gleich machen. Ja, es gibt immer viel zu tun, hier und da. Aber in den anderen beiden Gebieten, die wir schon komplett erkundet haben, scheinbar wirklich gar nichts mehr. Okay, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich nach unten komme. Riesenblumen. Sind das die, die wir suchen? Ne, ich glaube, wir suchen Pilze, oder? War das Pilze? Ach, was weiß ich. Ich habe doch keine Ahnung, Mann. Na gut. Dann vielleicht einfach noch mal ein bisschen mich umschauen. Und gucken, ob ich was finde. Oh, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie man nach unten kommt. An dieser Stelle hier. Diese Felsen rausragen, hier kann man nach unten. Und ich glaube, jetzt wird hier nochmal ein komplett anderes Gebiet angezeigt, oder? Herzenssee. Das ist hier was anderes? Eine Feenquelle? A la Zelda? Oder Wasserbad mich hier? Das sieht aber nett aus. Ziemlich einladend hier. Hallo? Reisblüte. Das war alles hier sein? Das zählt noch alles zum Map? Also angeblich wird oben zumindest noch eingetragen. Harte Nüsse und Juwelen, ganz viele. Oh. Und hier geht's weiter hinunter. Interessant. Also die Wüste ist wirklich so das Gebiet mit den meisten Mysterien. Wir haben ja noch diesen einen Dungeon-ähnlichen Ort hier gesehen. Genau hier. Das machen wir auch noch bald. Da habe ich dann richtig Bock drauf. Das haben wir schon so früher entdeckt. Aber ich hatte noch zu viel Angst, weil ich noch zu schwach war. Für das Gebiet generell. Kann ich diese Glühbirnen irgendwie... Glühwürmchen meine ich, sorry. Kann ich die irgendwie einsammeln? Einfangen? Oh, und wenn hier... die Slimes sind, vielleicht ist dann auch hier das, wo wir noch besuchen. Das, was uns noch fehlt, zum Rekrutieren. Und hier ist noch ein Gewirr. Komm, das machen wir eben, oder? Spricht da eigentlich nichts dagegen. Könnten wir eigentlich eben machen. Also machen wir es auch eben. Sind ja auch relativ kurz, die wir unterwegs finden. Boah, ich hatte eigentlich heute so viel mehr vor für diese Folge. Aber es kommt immer wieder hier noch was vor, da noch was vor. Es gibt so viel noch zu tun und zu erkunden. Macht mich natürlich glücklich. Ich bin noch nicht vorbei. Und, boah, die sind auf unserem Level, die Gegner. Sind die eigentlich immer auf unserem Level, oder? Ist das immer random, oder? So wie man es freischaltet, oder wie soll ich mir das vorstellen? Jedenfalls, machbar. Wie man sehen kann. Cyberbully? Was? Und da ist ein Jagdroboter. Die Dinger brauchen wir doch. Oder nicht? Waren das die nicht? Oh, meine Güte, du hast den Feind wütend gemacht. Oh oh. Ah! Nein! Ich will doch nur stibitzen. Daneben. Versuchen wir es nochmal. Jetzt hab ich meinen anderen ausgesehen. Oh oh. Leo, du musst aufstehen, Mann! Brauchen Hilfe! Bevor er mich angreift! Ah! Knapp! Knappes Ding! Ach, toll! Ist immer nervig, wenn die sich alle rumbewegen. Aber weiter geht's! Ja, noch ein paar Wüstenviecher und Geier. Passt schon. Die können doch nichts. Was wollt ihr tun, hä? Ich denke mal, ihr wollt gar nichts tun. Bam. Ja, traut ihr euch ruhig her. Macht mir nichts.
Interessiert mich gar nicht. Nicht die Bohne. Ja, machen aber trotzdem Schaden. Sollte vielleicht Interesse zeigen, weil die macht schon Schaden. Bam. Trotzdem aufgeschützt und vorbei. Braucht's hier? Na, braucht's hier? Du vielleicht. Du vielleicht. Sollte passen. Und Bosskampf. Der geht ja schnell. Ging jetzt zwar vielleicht noch ein bisschen schneller. Aber passt schon. Es ist der Henker schon wieder. Der will eine Revanche. Was hast du dich hier in dieser Höhle versteckt? In dem Gewirr dieser Höhle. Komischer Kauz, ey. Oh, er hat. Stimmt. Der hat ja so eine Dornenrüstung. Man kriegt Schaden, wenn man ihn angreift. Hab ich schon wieder vergessen. Ich darf. Was eigentlich, wenn ich Crits mache? Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, nur generell einfach einen Angriff, nicht einmal Schaden. Ich glaube, da ist es egal, ob ich Crits mache oder schwachen Schaden. Muss ich einfach mal vermuten. Okay, schön, ausgewichen. Sehr schön. Ja, Kugeln werden hier natürlich super easy gegen ihn, aber wir wollen ja ein bisschen der Herausforderung noch haben. Weil er so oder so nichts kann, der Typ. Kolumina haut schon mal richtig nice rein, wenn sie mal angreift. Komm. Oder ich mache einfach die ganze Arbeit, was soll's. Yeah. Kann ich meine Freundin nicht klein? Ach, die werden ja automatisch geheilt, glaube ich. Einen Goldschatz und einen unbekannten. Ah, ne, es ist ja das. Und eine Medaille. Huh. Okay. Wir haben schon länger unser Team nicht mehr geändert. Fällt mir auf. Ich meine, noch haben wir keine krasseren Typen gefunden oder rekrutierbar gemacht, weil uns zum Beispiel die Items fehlen. Aber dennoch. Aber dennoch, okay. Hier sind noch ein paar Slimes. Das war ja von die Rede, dass die ja Items haben. Vielleicht sollen wir von den Stipitzen, also von den Riesen-Slimes natürlich. Da, Königinnen-Schleim. Ah ne, ist nun König. Aber er hat das doch bestimmt auch. Bestimmt. Komm, jetzt kämpfen wir auch nicht gegen diese Noobies. Stipitzen! Bam! Schleimkronen. Nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte was anderes haben. Ich bin fast tot! Oh mein Gott, warum bin ich so low? Seit wann? Warum merke ich das jetzt? Shit. Wo sind meine Kollegen? Jetzt sind sie hergekommen. Jetzt haben sie gemerkt, dass ich fast tot bin. Wollten mir helfen. Nächstes Mal bitte ein bisschen früher, wenn es geht. Natürlich nur, wenn es geht. Stimmt, hier ist ein Schatz irgendwo. Ich hab erst damit zu tun. Hey! Hey, ja! Blapp! Oh, knapp! Skillcheck geschafft! Nee, die geben nur Schleimkronen. Das ist nicht, was ich will. Und am Ende der Höhle... eine Truhe. Wir werden belohnt mit einer dicken Kumpelkugel. Erhöht die Chance, dass sich ein Monster deinem Team anschließen möchte. Um eine gute Menge. Geht aber nur für ein Monster. Ja, wo ist es denn? Komm. Sag's mir. Sag's mir einfach. Wo ist es? Unten? In der Mitte? Hier unter uns in der Mitte, oder? Ne, warte, hier ist Fragezeichen. Dann über uns. Ja, stimmt, dann über uns wahrscheinlich. Nein! So soll ich da hinkommen? Kann ich hier stehen? Nee? Soll ich keinen Boost bekommen? Vielleicht von hier? Ja, komm. Ja, ihr kommt da hoch, oder was? Hä, wie mache ich das denn dann? Okay, warte, ich hätte eine Idee. Ich hätte eine Idee, wir gehen den Weg einfach wieder zurück, wo wir herkamen. Oder warte, waren wir hier schon? Nee, aber hier ist noch ein Silberschatz. Ja komm, nehmen wir einfach mit. Wollt ihr sowieso noch gleich zurückgehen zum Base? Zwischenstopp machen und gucken, ob ich alles habe zum Rekrutieren. Von da können wir die jetzt ruhig mitnehmen. Wir bleiben eh nicht lange hier. Nein, das wird kein Fortune, das ist ein Silberschatz. Mach dir keine Hoffnungen, Lady. Tu dir das nicht an. Das ist es nicht wert. Auf keinen Fall. Ich höre irgendwas. Moment.
Wir kamen von der Richtung. Genau, hier geht's. Genau, hier geht's nach oben. Dann sollen wir vielleicht von hier oben so einen Jump'n'Run machen? Um so zum Schatz zu kommen? Was ist denn hier? Oha. Ich hoffe, da oben ist nichts. Obwohl, da wird bestimmt auch was sein. Ich weiß es nicht. Wo war denn das, wo wir gerade waren? Da hinten, ne? Da. Ach, da, wo das Sand. Wo der Sand runterfällt. Boah, ich weiß nicht, ob wir das hinkriegen. Können wir uns auf jeden Fall hier mal schon mal ein bisschen umsehen. Hier ist auch ein Silberschatz, meinetwegen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Pixelig. Haben wir einen Pixel-Sprite freigeschaltet? Lol. Hier ist doch ein Schatz. Puh. Ganz knapp noch geschafft. Diesem Schatz. Achso, Metallstein, Medaille. Ah, ist not bad. Bestimmt ist es not bad. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. So eine weite Entfernung. Ich muss es probieren, oder? Aber vor allem, da kommt man ja gar nicht rauf. Nee. Nee. You can do it. Na komm. Vollgas. Das schaffen wir doch. Hätte ich wirklich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Aber wirklich nur in der Kombination mit hochwerfen und dann rüber schweben. Sonst geht das gar nicht. So, ich wette, der Schatz ist da oben auf dem Sandberg. Da hinten ist auch so ein Sandwasserfall. Wo geht denn das hin? Ein Sanderfall. Wow, cool. Kein Sonderfall, ein Sonderfall. Ins Meer. Nein? Hier ist der Schatz nicht? Oh, mitten auf dem Weg einfach. Schade. Ich hätte es da drauf gesetzt, ehrlich gesagt. So, unter den ganzen Sand vergraben. Muss ja halt ein paar Sandkörner in die Augen kriegen, sonst kommst du nicht an den Schatz dran, aber immerhin. Looks valuable, genau. Das könnte es ja wert sein. Ja, keine Ahnung, da. Da könnte ich mir eine Kiste vorstellen da oben, aber ich wüsste wirklich nicht, wie man da hinkommt. Na gut, dann werde ich jetzt den Weg hier irgendwie rausfinden. Oder auch nicht. Flügel. Haha. Ja, Karo, ich habe keinen Bock jetzt rauszurennen. Ist mir zu umständlich. I don't have all day. Also machen wir so viele von denen. Mittlerweile brauchen wir die auch nicht mehr. Am Anfang des Spiels habe ich die dringend gebraucht. Jetzt mittlerweile. War Spaß am hat mehr vorantrainiert, besser zu sein. Foto eines couragierten Kerls. 100k, ein Foto eines Mannes, dessen absolute Loyalität niemand in Frage stellen kann. Und Schade von Prinz Charmels. Prinz Charms? Was? 90k, eine Statue des Prinzen von Argonia, der Echsen nicht ausstehen konnte. Gib Acht, dass du seinen Namen nicht falsch aussprichst. Oh, ups. Ja, eine Gacha-Maschine! Kapselspender! 1,1 Millionen! Dreh den Griff dieser mirakulösen Maschine, um eine Kapsel mit einem Rasiergummi zu haben. Oh, welchen du bekommst? Jetzt no joke. Ich würde da mein Geld reinstecken. Flammentestfackel. 50k, eine Fackel, die dazu diente, bei einem Fest im Dorf Blutshofen die heilige Flamme herumzutragen. Okay. Schweinekostüm, einfach ein Pixel-Sprite. 70k, ein Kostüm, das von den Einwohnern Villanoas zu einem Fest getragen wird, um den Tieren Dank auszusprechen. Und Statue von Anchonis! 187,5000. Ja. Die Statue eines berühmten Fischers aus Butzbüttel an der Küste der Insel Estart. Und einen Helm. Einen großen Helm! Um genau zu sein. 3,7 Millionen, ein berühmter Helm, der einst das Haupt eines standhaften Kriegers schützte. Ja, nette Ausbeute, würde ich sagen. Ein kleiner Schritt. Aber ein wichtiger Schritt. Zu Rang 11. Alter, was? UE4 Dragon Quest Treasures Game has crashed. Fatal Error. Nein. Ich habe nicht gespeichert. What? Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich muss jetzt ernsthaft von dem Punkt, nachdem ich
Nein, nach dem Gewirr muss ich jetzt hier alles nochmal neu machen. Warum? Warum konnte es nicht einfach einspeichern? Warum war da denn ein fataler Error? Ich muss ja alles neu machen. Das ist ja gut. Gute 5 Minuten. Vielleicht sogar mehr. Und ich bin ganz ehrlich mit euch. Ich werde ja wahrscheinlich nicht nochmal alles einsammeln. Also, die Schätze ja. Aber ansonsten... Oh Gott, okay. Wir sehen uns gleich. Ich werde kurz vorher nochmal speichern. Und diesmal benutze ich keinen Flügel. Ich renne einfach zurück. Ich mache es mir extra umständlich. Das ist selten! Nein! Das ist selten! Wow. Naja, zumindest konnte ich dadurch nochmal einen weiteren Silberschatz direkt am Eingang nochmal finden. Und habe nochmal ein bisschen gekämpft bei den Robotern und genug gesammelt, um ihm jetzt zu helfen. Denn er braucht jetzt noch die 10 Kristallscherben. Ich habe genau 10. Bitteschön, jetzt hast du sie. Sieh an, du scheinst ja ein paar hochwertige Bauteile gekrallt zu haben. Klatsch ab! Also, wo ist denn der kaputte mechanische Meuchler, hä? Er ist in der vergessenen Fabrik auf dem Schnauzberg, sagst du. Ich mache mich gleich auf den Weg. Komm mit, du wirst mir schließlich zur Hand gehen müssen. Okay, machen wir gleich. Ich, ja, Cutscene und so und alles. Und ja. Schauen wir uns noch unseren neuen Schatz an. Ist der? Das hier, ein Lederhut. Okay, das war's wirklich nicht worth it. 18k, ein Kopfschuss, der aus mit 10 Leim verstärktem Leder besteht. Okay, toll. Aber kann das Spiel jetzt bitte mal nicht abstürzen? Bitte? Ich drücke jetzt rein gar nichts. Einfach nur einmal A. Okay, ja, poliert. Schön. 2 Millionen mittlerweile. Okay. Ist gut. Speichern. Darf ich speichern, Spiel? Oh, Mensch, da kriegt man einfach Angst, okay? Da kriegt man einfach wirklich tierische Angst. Aber ist ja nochmal alles gut gegangen. So, und bitte sag mir, dass ich genug habe. Ja, neue Bewerber. Was soll das heißen? Wabbeleo! Was? Nein, den brauche ich nicht. Was sind die denn überhaupt für welche? Ich brauche auch nicht. Könnt abhauen. Brauche ich nicht. Wirklich nicht. Feste Band. Ludwig und Mortus. Hä, hey, warte mal, was wollte ich nochmal reintun? Dich wollte ich reintun. Die Frucht habe ich. Was? Ich hab die immer noch nicht gefunden? Ja, Kragenfalten. Das ist doof. Die scheinen das alle zu wollen. Sehr ärgerlich. Ach, wisst ihr was? Ich habe mich jetzt einfach... noch ein Schatz? Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, bei Kragenweiten weiterzumachen. Wir erkunden uns jetzt einfach hier nochmal ein bisschen, aber in der Richtung, wo wir auch hin sollen. Warum ist da vorne ein Ballon, den ich noch nicht gesehen habe vorher? Oder habe ich ihn vorher schon gesehen? Ich weiß nicht. Dafür habe ich ihn erst jetzt realisiert. Und... warum habe ich mich zum Anfang teleportiert? Hier wollte ich gar nicht hin. Aber okay, wenn ich schon mal hier bin. Erkunden ist erkunden, ne? Und wir wollten uns erkunden. Und das sind doch die Sandbären. Das waren doch die, die wir gesucht haben. Ach, die gibt es also hier ganz am Anfang direkt. Und hier ist auch direkt ein Treasure in der Nähe. Also jetzt nicht den Silberschatz, sondern an ihr. Oh. Oh. Ich wollte zwar nicht hin, aber es hat sich gelohnt, hier ein Abstecher zu machen. Oh. Das ist schön. Ich kann aber wirklich nicht sagen, warum das gerade gecrashed ist. Oh, nice. Stufe 40. Ich könnte mir vorstellen, dass was mit dem Flügel zu tun hat, dass ich durch die Höhle durchgeflogen bin oder sowas. Keine Ahnung. Das wäre das Einzige, was mir einfallen würde. Jetzt habe ich wirklich keine Ahnung, warum das gerade passiert ist. War ein bisschen blöd. Aber ganz ehrlich, es war nicht so viel. Es war, wie gesagt, 5 Minuten oder vielleicht ein bisschen mehr. Ist nicht so schlimm. Ich komme drüber hinweg. Aber es ist trotzdem nichts Schönes. Vor allem für neue Spieler kann ich mir das sehr frustrierend vorstellen. Und was ist das hier eigentlich für ein Ort?
Wessen Rücken sind das hier? Wer ist hier ertrunken? Oh. Na gut, wer auch immer hier ertrunken ist, an deinem Kopf ist ein Schatz, den ich mir mitnehme und... Ja, eklig. Das ist kein Wasser. Oh, eine Ritterstatue. Cool. Noch cooler ist es, wenn ich hier rauskommen würde. Schau mal, wie schwach die sind. Man sollte hier schon viel früher hin. Ich weiß nicht, ob ich es besser finden würde. Ob alle Gegner immer gelevelscaled werden. Oh, das ist Balance. Oh, schon wieder eine neue Mission, wo wir irgendwo hin müssen. Oder ob ich das so gut finde, wie es ist, dass alle pro einem bestimmten Gebiet einen bestimmten Level haben. Bin mir nicht sicher, was ich besser finde. Beides hat halt natürlich seine Vor- und Nachteile. Und wisst ihr was? Ich werde mich jetzt hierhin teleportieren. Und dann machen wir mal das Schweifelgebirge. Darauf habe ich jetzt Lust, endlich mal zu machen. Keine Ahnung, was ich jetzt mache, aber ich bin nochmal zurückgegangen, um meine Preise mir anzuschauen. Hab nochmal zwei Silberschätze gefunden auf dem Weg. Und wir haben hier eine Statue eines örtlichen Helden. 900k, die Statue eines Märchenhelden, in dessen Brust das Feuer der Rechtschaffenheit brannte. Und in dem Skeletthaufen war die Statue von Turan oder Duran oder was auch immer. 1,3 Millionen, die Statue eines mächtigen Monsters mysteriösen Ursprungs. Statue eines Teufelsglases. Oha. 100k. Und das andere Ding da, die Fledermauskuh, hatten wir leider schon. Trotzdem ziemlich nice. Und wenn ich gerade schon mal hier bin. Oh Mann, was mache ich als nächstes? Ich könnte dahin, dahin, dahin. Ich könnte ziemlich überall jetzt hin, weil ich glaube, ich habe jetzt alles, was ich brauche, um den Königinnenschleim zu rekrutieren. Habe ich recht? Nee, ich brauche dieses Essen. Bitte sag mir, in der Kantine kann ich das kaufen oder herstellen. Merci beaucoup. Ja, kann ich, hier. Oder ich kaufe es mir. Ja, ich kaufe es mir einfach. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Good luck soon. Nee, weiß nicht. Doch, bestimmt irgendwann. Jetzt habe ich alles. Jetzt habe ich alles. Endlich, Blobula. Boing. Warum hast du so eine tiefe Stimme? Was zur Hölle? Wow! Und weg mit dir. Oh Mann. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich bin trotzdem nochmal zurückgegangen, weil die Folge ist auch gleich vorbei. Und ich dachte mir, ich will den Winterteil jetzt doch irgendwie noch abschließen. Glasgras habe ich auch noch gefunden. Eine bis hinab zu den Wurzeln transparente Pflanze. Und ist scheinbar noch ein Schatz in der Nähe. Oder auch nicht. Ja, ist doch nicht so wichtig, ehrlich gesagt. So, Kollege. Ich habe endlich besorgt, was du haben wolltest. Dein Lotus-Nektar kannst du schon essen. Und eine Königin-Schleimin. Ich weiß nicht, was du mit ihr vorhast, aber hier, nimm sie einfach. Bitteschön, sie gehört jetzt dir. Oh, danke. Ich mach für dich den Bahnhof wieder an. Yay. Das ist ein... Das ist ein Ballon! Was ist denn jetzt ab? Oh, Brisela ist auch gerade hergekommen. Wie passend. Ein Zufall? Wer weiß. Vielleicht war es auch geplant. Ernsthaft? Wollte schon sagen. Ernsthaft? Reden wir doch mal kurz mit ihr. Fragen Sie, was sie hier macht. Ich hab sie ja absolut nicht erwartet. Hallo. Oh. Ah, Mila, was für eine Überraschung. Was war's denn? Ich warte schon eine ganze Weile darauf, dass dieser Bahnhof auf Vordermann gebracht wird. Der Schatz, den ich suche, ist hier nämlich irgendwo versteckt. Ach, wo ist? Den soll ich dann wohl suchen gehen. Bis dann. Okay. Brisela und Ariel stürmen davon. Und kommen direkt noch wieder zurück. Was? Oh, sind wir unten. Ah, hier wimmelst du ja so von abscheulichen Tundrakos. Normalerweise bin ich ja nicht so ein Angsthase, aber bei Tundrakos stellen sich mir die Nackenhaare auf. Vielleicht ist es wegen Ariel, aber diese Biester lassen einfach uns nicht in Ruhe. Hör mal, Mila, könntest du so lieb sein und dich für mich um 8 Tundrakos kümmern?
Du musst sie nicht alle besiegen. Dünn sie einfach ein bisschen aus, ja? Okay, kann ich machen. Besiege 800 Drakus. Ja, okay, die spawnen ja eigentlich relativ überall. Da sind zwei, hier sind zwei. Die sind super schwach. Wieso hat sie denn Angst vor denen? Oder hat sie Angst vor denen? Habe ich das richtig verstanden? Können doch nicht. Sie machen doch vor allem auch gar nichts. Das sind liebevolle Gumbas. Die leben ja einfach nur. Och, Brisela. Was haben sie dir denn angetan? Diese brutal für angsteinflößenden Kreaturen. Oh mein Gott, wie schrecklich sie sind. Aber wirklich. Ey, ey! Der hat richtig Schaden gemacht auf einmal. Sollte das? Nee, nicht all better. Es ist all better. Kollege! Klapp! Voll ins Gesicht geworfen. Aua! Hier ist noch ein Treasure. Hier ist ein anderer jetzt. Das ist hier ein anderer Treasure. Den suchen wir kurz. Oh, hier ist er. Wie gesagt, die goldenen nehme ich gerne immer mit. Die sind nice. Ich glaube, dass ich Brisela nur ein bisschen aufwärmen möchte. Oder vielleicht uns zusehen möchte, wie stark wir geworden sind. Vielleicht ist es auch ein Test. Ich möchte einfach nur sehen, ob wir jetzt stark sind mittlerweile. Und klar, die Viecher können rein gar nichts gegen uns antun. Wir sind nicht an alle Gegner vorbeigelaufen. Kann man ja machen. Wenn man ganz viel, wenn man drei Schattenbegleiter hat, kannst du das theoretisch das ganze Spiel lang machen. Aber du bist halt richtig underleveled. Du musst dich auf die Dinger. Ja, wie heißt das? Auf die Dinger verlassen, dass die genug Damage machen. Gegen alle Bösse. Aber ich würde es dir nicht empfehlen. Das ist kein spaßiges Gameplay. Ich meine ja nur. Mann, wieder? Wie hast du es going? Hast du es besiegt? Wow, oh wow, das hast du. Du bist der Hammer. Das kann ich in Ruhe weitersuchen. Hier ist deine Belohnung wieder. Danke nochmal, dass du eine große Hilfe für mich warst. Wir kriegen Sephania Standarte. Ne, Standarte. Was? Nationalflagge des Sephanianischen Königreichs. Wir kriegen einfach eure Flagge. Was soll das? Was ist ich damit? Also, dann sollen wir mal aufbrechen. Drück uns die Daumen. Keine Sorge, ich sage dir, was ich suche, sobald ich es gefunden habe. Ja, dann dir auch noch viel Erfolg, was immer du suchst. Und wir suchen ja eigentlich nur einen Weg wieder zurück nach hier oben. Ach warte, wir können einfach die Treppe hier jetzt benutzen. Oh mein Gott. Okay, das werde ich tun. Aber erst finden wir den Schatz. Erst möchte ich hier den Schatz finden. Das hat sich schon so announced. Und jetzt möchte ich Hallo sagen. Komm schon, der muss hier doch irgendwo sein. Komm, suchen wir erstmal mit dem Radar. Hm? Wo ist denn hier eine Treppe und eine Leiter? Oder generell so ein Gebäude? Hä? Ja, hier! Hm? Ach, wo denn hier? Nicht? Aber man sieht es nur im Hintergrund. Hey, so ungefähr sieht man es im Hintergrund. Ungefähr? Hier? Nee. Hier oben? Ist es vielleicht hier oben? Das würde Sinn machen. Ja, da ist es. Okay, ich hätte einfach nach oben springen sollen. Irgendwie habe ich mir auch gedacht. Aber ich dachte mir, nee. Ich gucke jetzt mal nach oben. Doch, es war richtig. Okay. Tada! It's gotta be worth a fortune. Aus dem Tisch oder so. Das wollte ich gar nicht. Aber ich glaube, entweder wenn wir nach oben, ja doch, oder? Ich glaube, mit dem Ding nach oben fahren, dann ist da doch diese Treppe nach oben. Aber hier unten ist sie ja nicht. Hier unten wird sie nur angefangen, so nach oben zu bauen. Ich laber sehr viel. Willkommen zu meinem Let's Plays. Ja, aber ich glaube wirklich. Ist es hier um. Nein? Oh, diese Kiste. Oh. Hallöle. Tupfenbanner. Hm. Blau getupften. Aha. Hier können wir uns herumbewegen. Hä? Ach nee, warte, die schauen die genau falsche Richtung. Warum das denn? Nee, hier müsste das sein. Ja, hier ist es. Hier einfach drüber springen.
Oh, das ist, da bin ich wirklich froh drüber, dass die Entwickler das gemacht haben, dass man hier einfach rüber kann. Ich weiß, jetzt beende ich so mehr oder weniger die Folge genauso, wie ich es letztes Mal beendet habe, aber Mann, was soll ich machen? Heute war wirklich nur so eine kleine Füllerfolge. Es tut mir leid, Freunde. Es passiert manchmal einfach sowas. Da kann ich doch nichts für. Gib die Schuld dem Spiel, nicht mir. Ich bin nur Spieler und nicht Spiel. Keine Ahnung, was ich damit jetzt sagen wollte. Hä, wo sind denn die 100 Meter? Ach, das ist die 100 Meter. Ja, einfach den Weg folgen. Einfach den Weg folgen. Dann schließen wir uns das halt ab. Und nicht nur das, sondern werden wahrscheinlich wieder zurück in die Wüste gehen und zum Drachenkopf. Vielleicht kämpfen wir doch mal gegen die. Obwohl, ich glaube, die sind ungefähr Level 40, vielleicht auch höher. Weiß nicht, ob ich schon gegen die kämpfen will. Schauen wir einfach mal. Ich würde wirklich sagen, schauen wir einfach mal. Und hier ist auch ein Treasure? Ehrlich? Da drüben. Da, der guckt es sich doch an. Hat X-Rays. Ey, hier wird nicht gecheatet, Mann. Das lassen wir schön sein. Hey! Danke, Zahniball. Geht doch. Okay.